Heute hat Jochen zum Frühstück Rührei mit Speck gemacht. Dazu gab es 2 Toastbrotscheiben mit Tomaten und Käse und natürlich einen leckeren Kaffee mit Kondensmilch. Der Käse war übrigens noch aus Holland, der sogenannte Bomben- und Granatenkäse, und der war wirklich super lecker. Mittags gab es dann als Snack quasi hier einen Proteinriegel. Die kann ich allerdings nicht sonderlich empfehlen. Abends waren wir dann im Stammlokal essen. Da gab es erst Kräuterquark mit Baguette und dann gab es eine Spargelcremesuppe, die sehr säuerlich orientalisch, nee, asiatisch war. Und danach hatte mein Freund diese Nudeln Spaghetti Vongole. Und ich habe mich hier für unseren Saugnapf-Freund entschieden, nämlich den Tintenfisch mit gebackener Hühnerhaut und Spargel. Hinterher gab es für meinen Freund einen Cappuccino und für mich eine Johannisbeerschorle. Und die habe ich mir mit deutlich mehr Wasser als Johannisbeersaft mischen lassen. Heute war ich direkt vor dem Frühstück einkaufen und habe mir dann ein paar Mangostreifen im Auto gegessen und ein paar Edamame. Der Tag stand im Sushi-Zeichen. Zwischendurch gab es dann einen Kaffee mit Kondensmilch und ein Brötchen mit Tomaten und hier mit Salami. Das habe ich dann zusammen mit dem Jochen gegessen am Mittagstisch und ein Honigbrötchen mit Waldhonig. Ich liebe Waldhonig sehr. Dann habe ich nachmittags, ich weiß nicht wie viel von diesen Melonengläsern verspeist, die waren super lecker, und es gab auch noch Lachsspieße. Und später am Abend habe ich mir dann eine große Sushi-Platte gegönnt. Die 4 Tage waren generell sehr fischig für mich. Zum Frühstück liebe ich zurzeit diese Dinkelflocken von Seitenbacher. Die mag ich wirklich sehr. Und das ist die absolut beste und leckerste Milch, die die Welt zu bieten hat. Da fühlt man sich wieder wie als Kind, wenn man die frische, kalte Milch direkt quasi aus der Flasche trinkt. Lecker, lecker. Mittags gab es eine winzige Portion, das ist glaube ich ein Teelöffel, der da drin steckt, Kichererbsensalat, und dazu gab es Kirschen. Warum die so einen komischen Belag auf dem Bild haben, weiß ich allerdings nicht, gibt mir jetzt etwas zu denken. Dann gab es noch gemischten Obstsalat und ich habe mal Alpro-Joghurt ausprobiert, hier in der Haferversion. Mag ich nicht gerne, ist mir zu puddingartig, zu pflanzlich und hat nicht den richtig leckeren Joghurtgeschmack, den ich brauche. Dann gab es am Nachmittag in der Eisdiele mein Lieblingseis, Spaghetti Carbonara Becher und danach einen leckeren Kaffee. Und weil dieses ganze Obst- und Joghurtzeug für den ganzen Tag mich nicht satt gemacht hat, gab es abends noch riesige Radieschen, die allerdings so scharf waren, dass man sie kaum genießen konnte, und anschließend noch eine absolut nicht schmeckende Melone. Keine Empfehlung. Am letzten Tag des Food Diaries gab es wieder die Dinkelflocken, Obst und den nicht leckeren Alpro, diesmal Kokos. Mittags habe ich mir einen fantastischen Salat gemacht mit allem drum und dran. Super lecker. Charlie, hallo, was machst du denn hier? Weg mit dir, Charlie, du gehörst hier nicht rein. Siehst trotzdem gut aus, liebe Grüße an dich. Ja, und dann waren wir nochmal essen, und zwar gab es da erst Baguette-Scheiben mit so einer Art Aioli, und ich habe als Vorspeise dann einen, wie heißt das Zeug, Avocado und diese Körner da. Ach, geht das schnell. Und dann habe ich nochmal Tintenfischbeine gegessen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich muss mich beeilen. Tschüss! Falls euch dieses Food Diary gefallen hat, dann sagt mir Bescheid, wenn ich öfter solche Food Diaries hochladen soll. Wie ihr wisst, ich mache Weight Watchers, und das waren jeweils, ich glaube, 52, um die 52, 53 Tagespunkte.